Herr Hensch, welche Verfahren finden Einsatz in der Diagnostik für die Kardiologie? Ja, zunächst haben wir natürlich als Eingangsverfahren immer mal den Ultraschall, der sich in der niedergelassenen Praxis findet. In den Krankenhäusern in der Regel kommen neben MR, der Computertomographie, natürlich die ganz klassische interventionelle und diagnostische Koronarangiografie zum Einsatz. Wie ist die Situation im Bereich der interventionellen Kardiologie? Ja, wenn die diagnostische Angiografie gemacht ist, sich herauskristallisiert, dass in den Koronargefäßen Stenosen vorliegen, dann wird in der Regel diese Stenose natürlich dilatiert durch ein Stentgerüst, einen sogenannten implantierbaren Stent, gestützt, sodass der Patient da dauerhaft in einer verbesserten Durchblutung profitiert. Wie sieht die Bildunterstützung in diesem Fall aus? Ja, in der Regel ist es natürlich so, bei den Durchleuchtungsanlagen ist der Kontrast im Bild immer relativ mau. Also man könnte sich vorstellen, dass man da Materialien und vielleicht auch Software braucht, um den Kontrast zu erhöhen. Und da gibt es dann dedizierte Programme, die gerade diese Stentmaterialien besser darstellen. Und welche aktuelle Lösung gibt es, um hier den Kontrast zu verbessern und die Bildqualität zu erhöhen? Wenn man sich mal vor Augen hält, dass so ein Koronargefäß natürlich nur 2-3 mm unter Umständen groß ist und dieses Stentgerüst natürlich auch nicht größer. Stellen Sie sich vor, das sieht so in etwa aus wie so ein Maschendraht, also Maschendrahtzaun. Dann hat das ganz, ganz kleine Streben, die Sie im normalen Durchleuchtungsbild kaum abbilden. Also die Herausforderung ist dort, mehrere Bilder zu integrieren. Natürlich bei einem bewegten Herzen ist es nicht ganz einfach. Also man braucht eine spezielle Software, die in der Lage ist, tatsächlich aus diesen einzelnen bewegten Bildern bewegungskorrigiert eine Summation hervorzubringen. Wo liegt hier die Herausforderung? Geht das in Richtung der Algorithmik, also der Algorithmen, die man braucht? Ja, genau. Man braucht ein Programm, was spezielle Algorithmen unterstützt, die sich im Bild zwei sehr markante Marker hervorsuchen. Diese Marker werden dann über die einzelnen Bilder verfolgt und dann tatsächlich eine bewegungskorrigierte Summation gemacht. Diese Lösung gibt es von Ihnen seit wann auf dem Markt? Ja, die Lösung gibt es natürlich für einzelne statische Bilder schon seit vielen Jahren. Wir nennen diese Funktion Clear Stent. Ganz neu haben wir allerdings im letzten Jahr vorgestellt eine Funktion, die sich Clear Stent Live nennt. Dort wird jetzt eine dynamische Addition der einzelnen Bilder gemacht. Das heißt, ich kann unter der Addition tatsächlich auch nochmal den Ballon mit dem Stent bewegen und somit eine Integration über eine ganze dynamische Serie machen. Wie ist die Akzeptanz? Die Kardiologen, die interventionellen Kardiologen lieben es. Gerade jetzt zunehmend werden ja Koronarstents eingesetzt, deren Maschengerüst viel weniger röntgentransparent ist oder die Absorption ist sehr viel geringer, als es bei früheren Materialien der Fall ist. Und man braucht deswegen Programme, die natürlich genau den Workflow unterstützen. Also die freuen sich sehr über ein solches Programm. Dann kann man jetzt sehr schön die diagnostische Angiografie sehen mit der Stenose hier oben in dem Bereich. Und man muss natürlich jetzt zusehen bei dem ja bewegten Bild, dass man hier eine Integration bei der Implantation eines Stents erzeugt, welche den Stent gut hervorhebt. Hier haben wir mal das zweite Beispiel. Und an einem zweiten Beispiel kann man hier schon schauen, das ist jetzt die Implantation eines Stents. Hier ist der Ballon, den man so nicht sehen kann. Aber er hat natürlich zwei Marker, zwei Goldmarker. Einer ist hier vorne, einer hier hinten. Und nun dieses Programm macht eine Integration genau an diesen beiden Punkten. Und dann sehen Sie hier die ganzen Streben dieses einzelnen Stents. Und die sind natürlich jetzt sehr gut sichtbar und man kann schauen, sind die alle gut entfaltet. Ja, und wenn man weitergeht, dann ist die große Herausforderung natürlich zu sagen, na, wie sieht denn sowas im Live-Bild aus? Jetzt hier kann man mal sehen, Stent an Stent, da ist schon einer implantiert. Der zweite muss nahtlos hier angefügt werden. Und dann, wenn ich den verschiebe, ist natürlich wichtig, dass ich dort eine volle Integration sehe. Und die kann ich mir sehr schön anschauen. Und im letzten kann ich mir das Ergebnis nach der erfolgten Implantation dieses zweiten Stents natürlich mal anschauen und kann schauen, ob es eine Nahtstelle in dem Bereich gibt. Das ist genau jetzt hier der Fall. Die Nahtstelle gab es nicht und Sie können hier sehen, die Stenose, so wie Sie es im ersten Bild gesehen haben, ist wunderbar beseitigt.